und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lost Ark. Ja, in der letzten Folge haben wir hier erstmal einen kleinen Cut gemacht. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Wir müssen einmal weiter runter. Begeb dich zu Lykeas Informantem Pureum. Oh Gott. Ja, das ist auch das Einzige, was wir jetzt hier eigentlich machen können. Die anderen Sachen, das waren ja noch die Sachen, die dann später, beziehungsweise eine Sache ja noch, die früher gewesen waren. Dann würde ich sagen, reiten wir erstmal dahin. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, Moment, in die Richtung. Ja. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will hier einfach nur mal eben rumreiten. So, Hallöchen. Lygeas schickt dich? Du bist kein Purion. Oh, willst du mich jetzt veräppeln? Sag mal. Geht das noch? Ich denke, ihr seid friedlich. Lygeas schickt dich? Du bist kein Purion. Ich kann zweifellos Kommandantin Lygeas Aura spüren. Nun, ich brauche ohnehin etwas Hilfe. Ich habe diesen Fremdling verfolgt, allerdings fehlt uns die Stärke, um ihn überwältigen zu können. Selbst unser stärkster Krieger Brindevd konnte keinen Kratzer hinterlassen. Der Fremdling war zur Quelle des Ursprungs unterwegs. Die Quelle ist der Ursprung all unseren Wassers. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie verunreinigt wird. Wir müssen sofort Lygeas Bericht erstatten. Hey, versuche ja nichts Dummes. Alleine ist es viel zu gefährlich. Okay. Dann reiten wir mal alleine dahin, ohne etwas Dummes zu machen. wieso habe ich jetzt eigentlich meine Post die ganze Zeit geöffnet? Und wieso greifen die mich jetzt zum Beispiel nicht an? Moment, ich möchte gerne das hier schließen. Nee, da war es, genau. Quelle des Ursprungs. Okay, die betreten wir mal. Ja, immer noch. Ach du Scheiße. Meister, geht es euch gut? Mir geht es bestens. Es ist alles bereit. Gut. Bevor dieser Knirps auf dem Thron von Luterra reagieren kann, wirst du unsere Streitkräfte bei Boria sammeln. Okay. Muss ich da jetzt hin? Das waren so viele. Ich guck gerade jetzt mal eben, welche Tasten ich überhaupt drücken muss. Das ist... Ach Gott. Okay, lauf, lauf. Nein, lauf, lauf einfach. Blöde Kuh. Lauf. Moment, F5 war das, ne? Nein, F1. Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Heil dich ein bisschen. Heil dich ein bisschen. Heil dich erst ein bisschen. So. Oh ja, natürlich kann sie jetzt wieder nicht ausweichen. Es war so klar. Es war so klar. Ja, ist aber immer noch nicht durch. Oh, echt jetzt? Lauf doch mal, Mann. Oh, ich hasse solche blöden Typen. Die Essenz der Verwüstung hat unsere Quelle vergiftet. Es war überstürzt von mir, die Menschen zu beschuldigen. Leia sollte sich wieder normalisieren, sobald die Quelle gereinigt ist. Im Namen der Elementare, danke, dass du Leia gerettet hast. Ist die Quelle wiederhergestellt, werden wir dir helfen, so gut wir können.
Okay, das heißt dann wohl, dass wir... Wie sind die Verwüstungsdämonen hineingekommen? Ohne deine Hilfe hätten wir sie nicht zurückdrängen können. Egal, in welche Situation du dich befindest, wenn du die Hilfe der Wasserelementare benötigst, sind wir für dich da. Das ist schön. Nein! Och, ja, die Elementare werden uns mit Sicherheit helfen können. Ich muss sofort Pater Amel davon erzählen. Kann ich auch gerne für dich machen. Ist kein Thema. Wieso darf ich nicht reiten? Ich darf hier nicht reiten hier drin, okay? Dann verlassen wir das Ganze mal zu Fuß. So, und da unten müssen wir Kehre nach Nebelschutz zurück. Genau, da unten müssen wir zurück. Da unten müssen wir zurück. Tolles Deutsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh nee, jetzt ist hier nicht ernsthaft so ein dämlicher Boss oder sowas. Steht mir doch nicht immer alle im Weg rum, Leute. Ganz ehrlich. Ich will doch einfach nur zum nächsten Punkt laufen. Mehr will ich doch gar nicht. So. Irgendwo hier oben. Da, Amel. Ich bin so froh, den Purin helfen zu können. Ich bin mir sicher, dass Sirain sich über diese Neuigkeiten freuen würde. Mir geht es gut. Ehrlich. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Pater Amel, du solltest dich ein wenig ausruhen. Genau, finde ich auch. Ist das das Einzige, was wir jetzt... Ja, das ist das Einzige, was wir noch haben. Du möchtest also zur Burg Luterra zurückkehren? Hm. Kannst du dich vielleicht in meinem Namen bei seiner Majestät melden? Ich denke, wir müssen etwas tun, um die Verwüstungsdämonen, die das Land der Pureum eingedrungen sind, zu vertreiben. Wenn seine Majestät uns die Erlaubnis erteilt, werden wir jede Hilfe leisten. Okay. Das ist gut, das ist nett. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ja, zur Burg Luterra zurück. Das war... Nee, das war... Das war Tanzen, das war das eher das Falsche. Lied der Tapferkeit. Ich werde es heute noch... Da ist es doch. Ich wollte gerade sagen, ich werde es heute noch irgendwie finden. Nein, das war es natürlich nicht. Bringt dich zu deiner Festung, bringt dich nach Burg Luterra. Ja, es klingt ja aber auch alles so ähnlich. Ich habe nur irgendwas von Burg Luterra gelesen und schon habe ich gedacht, das war's, obwohl es das nicht war. Ach so, genau, er war ganz da oben. Ah, naja, kann ja schon mal passieren. Vor allen Dingen, wenn man jetzt länger nicht mehr gespielt hat und irgendwie gar nichts mehr weiß. So. Lauf, kleines. Naja, Füchslein ist es nicht. Das bin ich ja nicht. Gib dich zu Boreas Reich. Ich bin mal gespannt, wann das eigentlich kommen wird. Ich muss über einiges nachdenken. Ja, das ist nicht schlimm. Was? Amel wurde verletzt? Und trotzdem will er bleiben? Ja. Kannst du dir jetzt nicht vorstellen, oder was? Wir freuen uns, dass wir dem Pureum helfen können. Es tut mir leid, dass ich so sehr auf dich angewiesen bin. Aber könntest du bitte Amel überzeugen, zur Burg zurückzukehren und sich behandeln zu lassen? Statte Juwelier Braid auf dem Weg nach draußen einen Besuch ab. Es ist nicht viel, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich vorbereitet, die dich auf deine Reise unterstützen soll. Okay, von mir aus. Die Anführer der Elementare müssen sehr gelitten haben. Ich werde Kasselfort sofort bitten, den Pureum zu helfen. Das ist schön, das ist nett. Was können wir hier noch machen? Emotes zeigen, einmal ermutigen. Wir müssen ja, wenn wir schon mal hier sind, auch ein bisschen die Punkte hochbringen. Obwohl bis Stufe 2, 7100. naja, jetzt spielen wir nochmal das Lied der Tapferkeit. Ich habe nur irgendwas mit Burg Luterra gelesen und habe echt gedacht, das wäre das Richtige.
Aber wie man schon sieht, also so super viele Punkte gibt das Ganze ja auch nicht, ne? Da ist jetzt nicht wirklich was, wo ich jetzt sagen würde, das würde ihm jetzt helfen. Deswegen gehen wir da mal wieder raus. Ja, wir gehen zu Braid. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der das mit dem Fragezeichen, oder? Kann ich das hier angucken? Nee. Jetzt bekomme ich hier auch noch Schluck auf. Er hat ja gesagt, er soll hier drin sein. Deswegen nehme ich mal an, dass das das ist. Nee, das ist ein Ritter Lutheras. Was ist denn mit dir? Das sieht mir hier irgendwie so komisch aus mit allem, was dahinter steht. Die Poreum haben beschlossen, die Hilfe der Menschen anzunehmen. Das war zu Scherichtstagen ganz anders. Ich werde sofort alle Vorbereitungen treffen. Oh. Cool. Ja, super. Habe ich das jetzt nur abgeschlossen? Ich dachte, naja, egal. Was können wir denn jetzt hier machen? Moment, verstärkte Schaden. Die haben wir nicht drin. Welche haben wir denn jetzt hier alles drin? Wieso sehe ich hier unten nicht, was wir drin haben? Das ist alles so grau. Moment, das habe ich drin. Das ist aber schon auf Stufe 6. Den habe ich auch drin. Na gut, 6 ist eigentlich relativ weit unten. Ne? Welchen sollte ich nehmen? Ich muss jetzt doppelt und dreifach gucken, dass ich jetzt hier nichts Falsches anklicke. Den würde ich gerne etwas höher setzen. Setzen wir da mal einen Punkt rein und dann... Die Fertigkeit kann nun bis zu 2-mal gestapelt werden. Flammen werden erschaffen und breiten sich nach links und rechts aus. Der Flammenbereich bleibt 3 Sekunden bestehen. Fügt Gegnern zusätzlich 40% zu. Kann man dann auch nochmal verbessern. Wechselt zum Punktmodus und erzeugt horizontale Flammen. Beim ersten Erschaffen der Flamme werden Gegner im Umkreis in die Luft geschleudert und erhalten 20% mehr Schaden. Was meinen die denn mit Punktmodus? Erzeugt horizontale Flammen. Machen die ja sowieso eigentlich, oder? Indem die nach vorne schießen, wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere. Wenn die die natürlich in die Luft schleudern, wäre es nicht schlecht. Oder Flammen links und rechts von mir noch. Es wäre natürlich auch nicht schlecht. Andererseits, wie oft benutzen wir die dann und brauchen die auch links und rechts? Ich würde mal fast behaupten, dass wir das jetzt hier einfach nehmen. Ja, ich lasse es jetzt mal einfach so. Das war allerdings nicht der Kerl, wo ich mich melden sollte. Was ich seltsam finde, weil er hat gesagt, auf dem Weg nach draußen. Das heißt, für mich heißt das, dass ich dann hier drinnen eigentlich nachschaue. Aber für ihn heißt das anscheinend, dass ich draußen irgendwo hingehen soll. Der hier ist das, oder? Nehme ich an. Ich kann überhaupt nichts sehen auf der Karte. Ich gehe mal... ich hoffe, ja, ich kann nicht gleichzeitig oben gucken und unten und die Karte aufhaben. Das ist ein bisschen doof. So, Moment. Musik hat die Macht, dein Herr. Aha. Das interessiert mich gerade reichlich wenig, ehrlich gesagt. Ich versuche gerade was zu finden. Irgendwo hier oben. Ach, sein. Sie glänzen. Willkommen in Braids funkelndem Juwelenladen. Ja, hi. Ich habe diese Order direkt von seiner Majestät erhalten und ich hörte, sie soll für dich sein, Mondgöttin. Ich schätze, es stimmt wohl. Hier hast du dein Geschenk von seiner Hoheit. Na toll, ein Schulterstück. Ein Schulterstück ist auch dabei. Das sieht gut aus. Ja, das nehmen wir. Ausrüsten war rechts. Sehr schön. Und, ja, da bin ich mir halt nicht sicher, wegen Beherrschung, Spezialisierung. Irgendjemand hatte mir das mal so richtig schön aufgeschrieben und ich habe alles, ehrlich gesagt, wieder vergessen, was ich mir da durchgelesen hatte. Seid mir bitte nicht böse. Jetzt gucken wir mal eben. Zerlegen, das war das hier, ne? So, ziehen und ablegen.
So. Ich mach das nicht so häufig. Okay. So, dann lies. Ach so, lies den Brief. Moment, welchen Brief? Brief. Ich meine, das sah jetzt nicht wie ein Brief aus, sondern wie eine Tasche. Aber wo habe ich denn hier einen Brief? Ist das der hier? Nee. Der, oder? Nee, Lagerschlüssel. Ich habe das so zugeknallt. Und ach so, ich bin ja jetzt hier. Hier ist ja jetzt ein Lager. Ich finde ehrlich gesagt gerade den Brief nicht. Oder kann ich den, Moment, kann ich den... Ach, natürlich wieder mit F5. Ich bin so doof. Das ist so. Nichts, verglichen mit der Güte und Freundschaft, die du mir und Lutera entgegengebracht hast. Aber ich hoffe, du akzeptierst. Wäre da nicht mein Schicksal, würden wir sicher gemeinsam zu Abenteuern aufbrechen. Doch auch wenn wir nicht zusammen sind, werde ich die sterbliche Welt stets beschützen. Unsere Freundschaft wird überdauern, wie groß die Distanz zwischen uns auch sein mag. Oh, das hat er aber schön geschrieben. Es war ehrlich gesagt total überflüssig, aber er hat es sehr schön geschrieben. So, und jetzt sprich mit Seria. Wo zur Hölle ist jetzt Seria? In Boreas Reich. Ja gut, dann müssen wir da erstmal weitergehen. Dann würde ich sagen, ich schnapp mir jetzt erstmal ein Lager und werde erstmal meine Sachen los. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich in Boreas Reich bin. Bis gleich. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ich bin gerade vom Server geflogen, mitten beim Verkaufen. Und ich komme auch irgendwie nicht mehr rein. Obwohl drin steht, dass der Server halt eine sehr gute Verbindung hat, sage ich mal. Also ist grün angegeben und alles. Dennoch komme ich aktuell nicht mehr rein. Also irgendein Fehler ist jetzt hier aufgetreten. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Aber ich würde sagen, ja, mit dieser Voraussetzung mache ich dann hier erstmal einen kleinen Cut und hoffe, dass die Server ja wieder reparieren können. Ich weiß jetzt nicht, was das war. Ich habe es noch nie gehabt, muss ich dazu sagen. Es kam auch nirgendwo ein Hinweis, dass es jetzt irgendwo ein Update geben soll oder so. Die Server waren ja auch online, von daher, ja, und es ist auch kein spezifischer Tag, an dem ich jetzt sagen könnte, heute würde jetzt normalerweise ein Update gemacht werden. Ich weiß nicht, was es ist. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Wir müssen dann den Rest leider in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.